Und da sind wir wieder. Wochenende ist da, ich hab Zeit, das da Zeit. Es ist wieder Mass Effect Zeit. Ja, Mass Effect. Mass Effect, scheiße. Du hast es gerade nicht gesagt, deswegen musst du eh dein denn, Sprechen. Kelly. Commander, Sie haben auf Ihrem Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schnauze, Kelly, ihr spricht jetzt aber an. Oh. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit Ihrer Freundin Tali. Mhm. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Warte mal, wir sind nicht befreundet. Ist es jetzt Tali und Shepard oder Kelly und Shepard? Tali und Shepard. Kann man die irgendwie verkuppeln? Wenn die jetzt schon mit jedem Alien in der Galaxis Sex hatte, wüsste ich auch nicht weiter. Also. Ich meine Kelly. Ja, rede ich ja auch von. Sag mal, ich auch, ne? Ja. Tali ist eine gute Freundin. Dass Tali das machen wir würde. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Tali ist kalt? Dein Mutter ist kalt. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Händen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Mögen Sie Aliens? Fühlen Sie sich zu anderen Spezies hingezogen? Nun, es gehört zu meiner Arbeit, die Motive und Gefühle von Menschen und Aliens vorherzusagen. Intime Kenntnis führt zu Verständnis. Ja, sei doch. Leidenschaft ist schön, ganze Galaxis egal wie man sie findet. Nur der Charakter zählt. Die ist echt geil, Spezies also notgeil, so. Noch etwas, Commander? Ja. Auf Wiedersehen. Das wäre alles. Sie haben mir nur mal vergewissert, dass du notgeil bist. Notgeil und... Schauen wir mal, wer hat einen geileren Arsch? Ich hab mir das Knie angestoßen. Wir haben den gleichen Arsch. Weil der von Shepard sieht echt wie flach aus. Ja, warte mal, ungelesene Nachrichten. Hey, zurück vom Lager der Frauen. Was? Ja, klar, hab ich da ein bisschen. Ah, das dürfte der andere Typ sein, ne? Ja. Aha. Sehr schön. ja. Und sie haben mein Leben verändert. Von Liara Zoni. Von Jared. Putzkolonne. Putzkolonne? Ja, den Typ da, wo du fast die Waffe aus der Hand geschlagen hast, als du Pain geholt hast. Ah, der Lappen. Ja. Okay. So. Eidetisches Gedächtnis. Ja, schauen wir mal, was Joker zu all den Sachen, zu den neuen Leuten sagt. Der Glasmann, netter. Nalle. Komm, entweder das oder er basht sich wieder mit Edi. Wissen Sie, Commander, ich bin nicht wirklich unglücklich darüber, dass Rex nicht mitkommt. Es gibt derzeit schon genug freundliche Klapse für meinen Geschmack. Das Klaps-Maximum ist erreicht. Das Klaps-Maximum. Da haut zwar die Vanille-Kokos dauernd. Das war ja wohl der schwulste Satz, den er jemals sagen konnte. Ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft. Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... Verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf. Sie haben mal unter Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Und Sand ist so geil. Das wär's im Moment. Die lieben dich. Ja, vor allem, wenn man so bedenkt, so... Stell dir mal vor, du kommst in einen Raubenkampf. Erst einmal Edi drahten. drahten 10-mal um. die sind einfach nur unglaublich. So. Unglaublich ist Kakao. Was hat man jetzt zu tun? Ey! Kennt man eigentlich einmal mit dem Mordin reden, oder? Jetzt, wo wir mit dem Auftrag fertig sind? Eigentlich schon. Ich kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat. Meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Hoffentlich findet er was Neues. Besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Und was machen wir mit der Forschung? Was ist mit Malons Daten über die Genophage? Seinen Ansätzen für ein Heilmittel? Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig, weiß ihre Hilfe auf der Jungle wirklich zu schätzen. Das ist aber zu logisch. Ich bin direkt an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Habe viel zu tun. Gespräch später. Gespräch später. Junge, Satzbau. Grammatik bei Yoda. Subjekt, Prädikat, Objekt. So. Grammatik bei Yoda, du gelernt hast.
Ich glaube, der hat gar keine Gärt. Morgen war Yodas bester Schüler, okay? Mhm. Panzerbrecher, schwere Pistole. Ja, die benutzt er sowieso immer. No! Jetzt haben wir da Waffen-Upgrade. Hört den Schaden um 20% von Schrotflintennehmer. Benutzt du doch fast nie. Ja, doch, diese Gaff-Shots schon. Sarkasmus, mein Freund. Er schlug dir gerade ins Gesicht. Ja, das hat verdammt weh getan. So, meine Fische sind verreckt, also brauchen wir da gar nicht mehr hin. Ja, weil du Kelly immer noch nicht dazu gebracht hast, sie zu füttern. Wobei das jetzt völlig für den Arsch. Schon, wer? Für Kellys Arsch oder für meinen? Für den Arsch der Fische. Die den in die Aquarium wieder gesteckt haben. Ciao, Kelly zum Fischfüttern überreden. Das wäre eigentlich so ein Job für dich, das rauszufinden, wie das geht. So. Ich wusste es mal, also Frage ist leichtere. Jetzt werden wir mal da mit Grunt reden, oder was sich jetzt besser fühlt. Auf jeden Fall. By the way, die Scheibe ist ausgetauscht, ne, Grunt? Ne? Das zieht alles von deinem Lohn ab. Der wird bezahlt? Mit Leichen, der kriegt jetzt 2 Quarianer weniger. Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Udenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Ja. Wir haben sie so berührt. Wir haben damit angefangen, weil sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen sie gewalttätiger als je zuvor. Rex hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angeschaut. Richtig, einfach mal Druck ablassen, aber da braucht man. Das ist nichts von außen. Es geht auch anders, ne? Ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Boah, davon gibt's genug. Die Gefahr besteht nicht. Die ja, einmal muss es vorbei sein. Schlange. Dann kommt jeder mal dran. Genau so will ich's haben. Bei Grunt muss man einfach pragmatisch denken. Der will so viel töten wie möglich, also gibt man ihm alles. Ja, sonst möchte ich wieder irgendwelche Scheiben putzen. So. Dann werden wir mal wieder rauf ins Kitz. Ja, was machen wir denn? Ja, ist die Frage. Lassen wir doch die Zuschauer abstimmen. Nee. Oh. Kelly hat gerade entschieden. Was hat sie gesagt? Thane möchte mit mir reden. Das kriegen wir vom Thane die Mission wahrscheinlich. Seinen Sohn zu töten. Nee, das war's, glaube ich, nicht. Ne? Ja, den töten zumindest. Wenn ich es konnte, dann hätte ich es irgendwie gemacht. Hi, Thane. Ich finde, das ist eigentlich ein schöner Ausblick von da, ne? Rum. Auf den Kern, auf Shepard. Also ich dachte mir, dann kommt voll on scheißen, wenn der vibriert. So, was ist los? Auf Wiedersehen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Okay. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ja, weil du Lappen ja sonst generell unsterblich bist. Hm? Natürlich, so wie es auch. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Dann mal los. Nee, das hatte ich nicht erwartet, oder? Ja, auf jeden Fall. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Okay. Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet. Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten, die Leben nehmen. Die ANA haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Ich wollte für Colliard ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf den Pfad der Sünde gerät. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Was ist losgelöst? Ja, klar. Was ist er geworden? Das werden Sie mir erklären müssen. Mhm. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele.
Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Mit wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder Vagina, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst, nicht mehr vollständig. Ja, okay. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Ja. Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Ja, okay. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Aber ihr mag's doch trocken haben, ne? Ja. Könnte man einfach den Raum fluten, vielleicht hilft ihm das weiter. Jedenfalls. Sehr schön. So. Wir könnten auch überall Salz in dem Zimmer verteilen. Mhm. Nee, Reis. Oder so. So. Baf. So, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal, was wir noch so haben, ne? Shepard, Sie haben einige neue Nachrichten auf Ihrem Terminal. Schnauze! Ah, warte mal, Blödsinn, wir müssen eh da noch. Wir müssen ins Wasserportal, wenn wir auf ein anderes System wollen, ne? Ja. So, schauen wir nochmal, was haben wir da? Okay. Reich an Element Zero. Reich an Platin. Illium. Shadowbroker Basis. Samara helfen? Haben wir mal. Jacob helfen. Feuergänger haben wir wieder. Projekt Overlord. Feuergänger. Reaper FFS. Das ist die Storyplot. Noch Feuerfänger, Jack helfen, das machen wir mal noch offscreen. Ja gut, was machen wir? Da könnten wir eigentlich die Jacob-Spaßmission machen. Jacob-Spaßmission? Achso, ja, die, ja. Why not? Ja. Die ist so schrill, finde ich. Aber irgendwie, oh. Mann, ne? Ich sage mal, welcher Mann wäre nicht so in Gedanken gewesen. Ja. Also nachhaltig, Mann. Landet auf einer Insel. Auf einem Planeten, Mann. Ja, Planet, der ausschaut wie die Karibik. Das ist doch ein Zufall. Jetzt weißt du, wo sie den Film Pirates of the Caribbean gedreht haben. Auf. Auf 2175. Ja. Da haben sie ihn gedreht. Ich habe eine Anomalie geortet. Weißt du auch, warum hier hieß er gleich Johnny Depp so verrückt spielen konnte? Ja. Sag er, ich schaue Spielkunst? Nein. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Das ist ja Dokumentation, ne? Ja. Eine Dokumentation. Ja. Das ist ja die gut. Vor allem, wenn du so überlegst, so Davy Jones und wie heißt sie, diese, die Göttin da, ne? Wo sie unten in dem Schiff sind, ne? Immer so der Kameramann daneben, so, was machst du da eigentlich? Ja, Dokumentation, mach so weiter. Ich muss das alles aufzeichnen für die Nachwelt. So, wen nehmen wir denn mit? Wer reagiert eigentlich schrill auf so einen Scheiß? Warte Samara, mal. Oder na, Mordin. Wenn der das eiskalt trocken analysiert. Oh Gott. Warte mal, was haben wir? Wir haben ja Zeit, das Outfit für ihn. Ja, das hat sich gelohnt. Ja, das war doch zu schwarz. Mordin. Gut, Jack wird wahrscheinlich bei der ganzen Aktion gantrig werden, aber mein Gott. Shit happen. Sag mal, ist das eigentlich normal, dass der Deckel bei einer Vanilla Coke Dosen dezent gebogen ist, oben, zur Ausgangsstück? Nur wenn der unter hohem Druck steht, okay? Ich glaub, die ist entweder mal runtergefallen oder was auch nicht. Die ist betonartig. Also, ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn der Boden unten nach außen gewölbt wäre. Nee, der ist nur normal. Ich würde allerdings bezweifeln, dass das die ganze Sache überstehen würde. So, wir brauchen Wachmunition, ne? Ja, passt. Macht mächtig, aua, aua. Gut. So, echt eine schöne Garde. Ne? Was? So,
echt eine schöne Gartenwelt, wie man so schön sagt. Gartenwelt, ja. Schön ruckelnde Wasseranimation, was soll denn der Scheiß? Da ist High-Technologie, was? Wann ist du, dieser fremder Planet? Satz, ja, jetzt lenk nicht ab, dass dir gerade der Satz verreckt ist. Lenk nicht ab, wie sagst du? Ist doch nie ein Satz verreckt, ich habe aus jeder Scheiße Gold gemacht. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Ja, so. Sie hätten sonst Stein der Weisen, so möglich, einen Sender aufzustellen. Macht Sinn. Wiederhole. Giftalarm. Das Spiel ist High-End-Grafik und so. Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Geht. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Ja, super. Gut. Wir freuen uns da auf den Scheiß, was mir auch nächstes Mal kommt, ne? Es droht rascher verabschieden uns bis zum nächsten Teil. Riesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Gesundheit. Machen wir das so, das war. Ja, hätte ich auch gesagt. Alles klar. Dann, bis dann, Leute. Servus. Tschüss.